Willkommen zurück auf dem Uncut-Channel und willkommen zu diesem etwas besonderen Video, denn am Sonntag war es wieder soweit, Warzone hatte Geburtstag. Am 10. März 2020 kam Warzone raus und das bedeutet, Warzone ist schon 4 Jahre alt. Was ein bisschen krank ist, allerdings war es eine sehr, sehr wilde Reise bisher und das wird ein kleines Nostalgie-Video, denn es gibt eine neue Webseite von Call of Duty, wo wir uns alles auch anschauen können. Das gucken wir uns gleich an, wirklich sehr, sehr krass, die ganzen Events von 2020 bis heute, was in Warzone alles passiert ist und dann schauen wir uns noch ein kleines Verdansk-Nostalgie-Video an, denn am Ende des Jahres werden wir Verdansk wahrscheinlich wieder zurückbekommen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo ihr, wenn Verdansk rauskommt, als erstes landen werdet. Ich werde entweder in der alten Hood mit der Rasselbande landen oder bei Airport in meinem Feuerwehrturm. Das hier ist die Webseite und das ist so ein interaktives Scroll-Ding. Also wir springen hier, ich scroll einfach nur nach unten, das ist alles, was man machen kann, aus dem Flugzeug raus und da sind wir auch schon angekommen. 2020 Call of Duty Warzone launches globally. Am 10. März 2020 kam das Spiel raus und das ist hier ja die schönste Erinnerung, die wir, glaube ich, an Warzone hatten, oder? Die Verdansk-Zeit war einfach die geilste. Da kommt nichts danach ran. Und man hatte auf jeder Map irgendwie mal Spaß mit seinen Freunden. Aber für mich kommt wirklich nichts an diese Verdansk-Zeit ran. Das war auch, ja, so diese Lockdown-Zeit von Corona, wo man eh nichts anderes machen konnte. Das war für mich auch so der Startschuss für meine, ja, Streaming-Content-YouTube-Karriere. Vielleicht jetzt nicht der Startschuss, ich mache das ja schon echt lange, aber der Startschuss zu dem, ja, wo wir jetzt heute angelangt sind, dass das auch alles so funktioniert hat, dass ich das wirklich als Vollzeitjob hier auch machen kann, wo ich auch immer noch sehr, sehr dankbar drüber bin. Der erste Gulag, der Prison Gulag, auch am 10. März kam der. Dann gehen wir hier weiter runter. Am 5. August, und das ist sehr krass, weil, beziehungsweise sehr geil hier an dieser Webseite, hier kann man sich alles anschauen, wann was war. Ich hätte mich jetzt niemals zurückerinnern können, wann das Stadion geöffnet wurde. Ich glaube, es war Season 4 oder Season 5 oder sowas von Warzone 1 beziehungsweise von MW 2019, aber ich wusste gar nicht mehr irgendwelche Daten oder so. Deshalb finde ich es sehr cool, dass man hier auf dieser Webseite auch das sieht. 5. August. Shadow Company blows the roof of Verdansk Stadium, turning its massive indoor space into the new hot drop. Das war auch sehr cool, muss man sagen. Also solche Map-Änderungen vermisse ich wirklich, weil das sind noch coole Sachen gewesen. So Sachen, die auch von Anfang an klar waren, so mäßig, hey, da ist ein Stadion, was geschlossen ist. Und irgendwie wusste man so, hey, wäre schon cool, wenn man da rein könnte und dann wird das Dach aufgesprengt, man kann rein und so. Das ist schon sehr cool und auch sehr überlegt und sowas vermisse ich auch. So, Neue History, das war am 26. August, das war auch sehr geil. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. In meinen Augen das beste Call of Duty Live-Event, was es bisher gab. Extrem nice, wie du da zu dem Stadion wieder rennen musstest, währenddem der New Countdown lief. Dann hieß es hier die ganze Zeit, nach Destabilization, alles mögliche, dieses kalte Krieg-Propaganda-Ding, das war schon sehr geiler, sehr düsterer, sehr ernster Vibe. Das war ein richtig geiles Live-Event. Dann kam auch schon im Oktober 2020 The Haunting of Verdansk, also ja, der erste Zombie-Modus und sowas auch. Sehr, sehr cool gewesen, das Halloween-Event, das erste. Dann kam auch schon im ersten Jahr von Warzone am 16. Dezember. Davor gab es nur Verdansk. Ja, das ist auch krass eigentlich, ne? Am 16. Dezember kam Rebirth Island. Und man muss dazu sagen, das ist hier auch frech. Das ist auch ein bisschen dumm, dass sie das nicht so gemacht haben. Das ist nicht die erste Rebirth Island Map. Das ist die, wie sie danach rauskam, ne? Also hier, das war ja hier davor noch eine Baustelle, als es frisch rauskam am 16. Dezember. Da hätten sie auch gerne das alte Bild nehmen können, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber gut, das ist auf jeden Fall hier die Map, die wir jetzt ja auch bald wiederbekommen werden. Freue ich mich auch sehr drauf. Wahrscheinlich mit Season 3 wird es soweit sein, aber gibt noch nichts Offizielles dazu. Aber sehr cool auf jeden Fall. Rebirth Island auch, ja, das waren ja eigentlich, das sind die zwei Maps, die am krassesten waren, oder? Also wir sind jetzt hier erst bei einem Viertel circa der Webseite und das ist ja safe das Beste gewesen. Verdansk und Rebirth Island. Rebirth bekommen wir jetzt sehr bald zurück, Verdansk wahrscheinlich Ende des Jahres. Da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. 2021 starten wir mit The Void der Neu. Vodianoi, ich habe das Wort kenne ich gar nicht. Ich kann eigentlich ganz gut Englisch, aber keine Ahnung, was das ist. Cargo Ship hits Verdansk. Dieses Schiff, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, auf den Zombies waren, was dann an der Küste von Verdansk gehalten hat, beziehungsweise zum Stopp kam, was immer viel zu laut war am Anfang. Diese Intro-Animation war ganz wild. Dann haben wir, stimmt, Turn Back Time in Verdansk 84 am 12. April. Wir hatten die Warzone 1 Verdansk-Map gar nicht so lange, ne? Fast nur ein Jahr hatten wir ganz normal Verdansk und dann wurde das Ganze schon zu Verdansk 84, dann wurde schon zurückgespult. Sehr, sehr geil tatsächlich auch. Ich muss sagen,
es gab ein paar Stellen, die haben mir besser gefallen bei der 84er-Map und es gab ein paar Stellen, die haben mir nicht so gut gefallen. Aber overall war das schon sehr, sehr cool. Alles so ein bisschen, naja, vieles war cleaner, aber vieles war einfach in einem anderen Stil und es war trotzdem noch die gleiche Map. Das haben sie sehr gut hinbekommen in meinen Augen, diese Transition von, naja, normal Verdans zu Verdans 84. Und wahrscheinlich bekommen wir wohl irgendwas dazwischen dann Ende des Jahres, weil Gulf War, also Golfkriege, waren ja so zwischen dem Kalten Krieg und der Neuzeit, sage ich mal. Deshalb kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dann auch die Verdansk-Map, die wir wiederbekommen, auch ungefähr in dem Zeitalter, ja, so spielt. So, ne, 90er, 2000er, irgendwie sowas, vielleicht um den Dreh, werden wir da wahrscheinlich dann an Verdansk sehen. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier 80s Action Comes Alive, auch sehr cool. Das riesengroße Downtown-Update mit den Nagatomi Tower hier oben drin. Sehr wild, da gab es ja auch Specials-Bonus und so. Und generell, die ganzen Easter Eggs waren richtig geil. Vielleicht könnt ihr euch sogar noch an die Bunker-Easter Eggs erinnern. Das war auch sehr, sehr nice. Also auch eine coole Zeit gewesen. Das zweite Haunting-Event, immer noch sehr traurig, dass die Warzone 1-Skins nicht mehr jetzt drin sind in dem Game, weil ich würde diesen Scream-Skin gerne weiterspielen. Das war am 19. Oktober 2021. Aber auch cooles Event gewesen, muss man sagen. Dann kam auch schon Black Ops Cold War und das dazugehörige Numbers Event. September 21. Ich glaube, Cold War kam erst Ende 21 dann raus, ne? Aber ja, das war auf jeden Fall trotzdem sehr geil. Beziehungsweise, nee, warte mal. 2020 kam Cold War raus sogar. Ende 2020 war dann das Numbers Event. Und dann kam, genau, und dann kam nämlich Ende des Jahres Vanguard raus und dementsprechend dann auch Caldera. Da, man würde ja jetzt meinen, muss ich aber ehrlicherweise sagen, bin ich immer noch der gleichen Meinung. Caldera war eine scheiß Map und ich wünsche sie mir auch nie wieder zurück. Also, man sagt ja immer so, ja, man ist die ganze Zeit sauer auf etwas und dann, wenn es weg ist, dann vermisst man es. Ich vermisse Caldera kein bisschen, das war in meinen Augen wirklich keine gute Map. Dieser riesenfette Berg in der Mitte, klar, man hatte trotzdem irgendwo seinen Spaß, aber das war einfach keine gute Map. Und vor allem, ich weiß nicht wieso, aber gefühlt war das die schlechteste Map her vom von der Optimierung hier auf dem PC. Irgendwie war immer alles kaputt da. Alles war irgendwie scheiße, irgendwie immer. Ich weiß nicht, wieso das so war. Aber gut, das war auf jeden Fall Caldera. Dann, oh, wer erinnert sich noch an den Kollegen Krampus? Das kam natürlich dann auch. Das war auch kein so geiles Event. Godzilla vs. Kong war ganz cool in meinen Augen. War sehr krass zu sehen, dass sie das hinbekommen haben. Aber es hat jetzt nicht so viel Spielspaß mit sich gebracht, muss ich ehrlicherweise sagen. Man merkt, glaube ich, schon an meiner Stimmung, es hat wirklich einfach die ganze Zeit abgenommen, ne? Der Spaß an Warzone, das ist wirklich krass. Dann kam Fortune's Keep. Okay, nevermind. Fortune's Keep fand ich wieder sehr, sehr geil. Im Juni 2022 kam Fortune's Keep raus. Und jetzt müsst ihr euch mal ganz kurz festhalten, denn die Map kam raus, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch die Map damals besser als die heute, weil keiner wollte, glaube ich, auch, dass diese Mitte einfach komplett aufgesprengt wird hier. Weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber die Map gab es von Juni 2022 bis Vanguard Last Stand. Okay, das war noch ein Event. Daran kann ich mich nicht mal mehr richtig erinnern. Ich glaube, das war das mit dem Vulkanausbruch genau hier. Und dann kam auch schon Warzone 2 im November. Die Map gab es nur dazwischen. Und ich glaube, sogar viel früher schon nicht mehr, oder? Irgendwie sowas. Es gab es wirklich ganz, ganz kurz nur Fortune's Keep. Und dann kam schon Warzone 2 raus und dann wurde ja Warzone 1 so ein bisschen so mäßig so, ja, es gab's nie. So, ne, alle wollten ja, beziehungsweise Call of Duty wollte ja, dass man zu Warzone 2 umsteigt und irgendwann wurden ja auch die Warzone 1 Server abgeschalten. Und dann konnte man auch nur noch Caldera spielen und eben nicht mehr Fortune's Keep und nicht mehr Rebirth Island, damit du eben Warzone 2 spielst. Und DMZ. DMZ ist gefloppt, Warzone 2 ist komplett gefloppt und hier ging es wirklich krass bergab mit Call of Duty und mit Warzone in meinen Augen, was sehr traurig ist, weil das Potenzial war auf jeden Fall da und sie haben wirklich einfach nicht auf das gehört, was die Community möchte, haben alles anders gemacht und dachten, sie müssen das komplette Spiel neu erfinden. Es ist komplett nach hinten losgegangen in meinen Augen. Warzone 2 ist immer noch für mich ein ganz, ganz schlimmer Teil von der Call of Duty Geschichte gewesen, zumindest wie es am Anfang war. Mittlerweile ist es ja wirklich ganz gut, heißt ja auch nicht mehr Warzone 2, aber das war ganz, ganz schrecklich, als das rauskam. Ashika Island kam dann auch raus und ja, da will ich eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ranked kam raus am 10. Mai, das muss man sagen, auf Al-Masra hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht, das war eigentlich ganz cool. Ich glaube, Al-Masra haben wir hier gefühlt kein einziges Mal als Location aufgezählt gesehen, ne? Nee, überhaupt nicht einfach. Al-Masra haben sie hier einfach so getan, als hätte das nie existiert. Das war nur ganz kurz hier oben bei, genau, Call of Duty Warzone 2.0 launches with Extraction Mode DMZ. Aber man sieht nirgends Al-Masra, hier ist es nur im Text einmal geschrieben. Sonst sieht man es wirklich gar nicht. Nicht mal so richtig gescheit im Hintergrund. Naja. Dann haben wir Return
auf Ashika Island. Super, kam im Februar dann auch in, im neuen Warzone. Dann hatten wir Rankplay, genau. Nee, nevermind. Ist das hier Return? Nevermind, das haben wir, sorry. Kurz einmal aus, hier aus dem Konzept gekommen. Wir hatten Ranked für Almasra. Das hat relativ viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich würde mich auch sehr über Ranked auf Ursikstan freuen. Dann haben wir Wondel am 14. Juni bekommen. Eigentlich auch eine ganz okay Map im Nachhinein, muss ich sagen. Shadow Siege MW3 Reveal. Was war das nochmal? Kann ich mich nicht mal mehr dran erinnern. Ah, das war das, wo man hier im auf dem Berg von Almasra im Untergrund die Sachen da farben musste, ne? Mit Makarov, genau, richtig. Das war das. Dann kam noch Monster Hunting in Almasra. Das war allerdings ein cooles Event. Da haben sie wirklich sich Mühe gegeben und die Map auch krass geändert. Auch mit den UFO-Sachen und sowas. Das war wirklich eine Sache. Muss ich ehrlicherweise sagen, es war wirklich ein cooles Event auf Almasra. Das war wirklich ganz cool gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann sind wir hier eigentlich auch schon mit dem 6. Dezember fast in der heutigen Zeit, beziehungsweise jetzt heute angekommen. Denn Warzone 3, beziehungsweise es hieß ja immer nur eine Warzone, aber Ursikstan kam eben als neue Map mit den ganzen Gameplay-Änderungen und so weiter und so fort. Und dann auch jetzt Ranked Play Resurgence of Fortune's Keep. Und dann sind wir eigentlich auch schon heute angekommen. Und jetzt wird hier noch der COD Mobile Global Launch angekündigt, weil mit Warzone Mobile werden die sich natürlich auch dumm und dämlich verdienen. Es gibt irgendwie fünfmal so viele tägliche Nutzer, die Call of Duty auf dem Smartphone spielen, als auf den Konsolen. Was auch sehr krass ist. Naja, aber auf jeden Fall eine sehr coole Webseite. Auch dazu ist der Link in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal abchecken. Und jetzt geben wir uns noch 15 Minuten lang Verdansk-Nostalgie. Abfahrt. Ich hoffe, der Track ist nicht Copyright. Falls doch, wird das hier stark zusammengeschnitten sein. Oder vielleicht wird man hier nicht so viel von der Musik hören die ganze Zeit. Das kann sein. Der Mann hat die Geste. Oh, ich vermisse Gesten so sehr. Das ist strong. Das ist stark. Alter, diese 80 FOV. Grau vom Boden, die goldene Grau. Oh mein Gott, und Schildspieler. Schildspieler überall. Ist, glaube ich, Solo, ne? Ja, ist Solo. Oh mein Gott. Good old times, als die Muniboxen und Plattenboxen noch Damage gemacht haben. Ja, das ist natürlich unsmart vom Gegner. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so, aber das war wild. Manchmal hast du eine Munibox geworfen, da kam eine feindliche Semtex und dann ist da einfach alles explodiert und dein ganzes Team war tot, deshalb bodenlos. Oh mein Gott. Digga, ganzes Team einfach. Alter. Als er noch nicht so krasses Aim hatte und so. Und das sich gar nicht so lang angefühlt hat von der Time to Kill. Beziehungsweise sich gar nicht so kurz angefühlt hat. Das war so kurz. Und das C4 war auch so OP. So, den. Und zack, nebenbei. Wow. Nebenbei das Auto noch explodiert. Das war wild. Das war stark. Alter, als wir noch alle keine Ahnung von dem Spiel hatten, war es so geil. Das war so... Das ist nicht nice. Alter. So verprügelt worden von den drei Leuten, die mit Schild in der Ecke hocken. 1 gegen 4. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war insane. Die K war so OP, ne? Es ist so geisteskrank gewesen. Und er wird so einen aus der Luft schießen. Ja, Mann. Das war so geisteskrank damals, dass man das auch machen konnte immer, ne? Und nächster Free Kill. Direkt 2. Jetzt wird hier kurz nachgeladen und auf den nächsten geflogen. Junge, so viele Kills in der Luft. Teamwipe einfach. I don't know what's going on here. I just C4'd the roof and didn't get anything. Yeah, they've got a trophy. Unsmart mit dem Laser, hat sich sofort angekündigt. Trophy. Es war so slow pace, ne? Zum Teil, wie die Leute gespielt haben. So slow pace. Ich glaube, den Clip kenne ich. Alter, er erklärt seinen Plan. This is very, very...
Ist das geisteskrank. Das waren Deutsche. Es waren deutsche Gegner, die da oben drin gekämpft haben. Face Dirty hat sie so geknallt. Junge, Face Dirty hat sie so geknallt. Das ist geil, das war von der anderen Seite auch zu sehen. Er hat nur 3 Bullets in seiner... Oh, einer daneben. In seiner SPR war das, Alter. Und da daneben. Oh no, letzte Bullet. Das wird ein Colette, sag ich. Muss ja ein Colette werden. Bodenlos. Sehr bodenlos. Ah, die haben einen Hacker als Random Teammate. Er wird ihn so out of map fahren jetzt. Smart. Smart. Er hat ihn so getötet, Digga. Aber wirklich sehr smart. Wild. Alter, der schwebende Loot war so viel besser. War das nice. Schwebender Loot war so gut, wo nicht alles ineinander lag. Auf dem Boden verteilt. Ich glaube, den Clip kenne ich auch. Ich glaube, wir haben schon auf so viele Verdansk-Sachen reagiert, dass ich hier teilweise Clips natürlich in verschiedenen Compilations doppeln. Alter. So unkorrekt auf ihn gewartet. Jetzt hat er Waffen. Ja. TK war so niedrig, das ist so krass, ne? Du kannst nichts machen. Aber was haben die Jungs da auch? Was war das für ein Play von denen? Fahre eigentlich hin? Deutsch. Ich lande jetzt einfach auf dem, hoffentlich ist da nur einer drin. Wenn er aussteigt, dann fahre ich mit der Karre über den drüber. Jetzt wird's crazy. Das sind 3 Leute. Alter, Speedy Gonzales. Nein. LOL! Ja, was macht ihr denn? 3 Kills hab einfach gemacht. Was passiert hier? Nein. You got him? Junge, was ein Snipe. Oh, die war so scheiße, die FR. Die war so arsch. Ich habe damals noch ein Video gemacht, dass die echt Spaß macht und gar nicht so kacke ist. Die war so schlecht. So viel Rückstoß einfach auch. Im Burst selbst. Boah, das war aber stark, der erste Burst. Alter, noch ein neues Team. Oh mein Gott, die Waffen waren so viel geiler. Alter, beide Teams geknallt. Obwohl der Play gar nicht mal so perfekt war. Alter, die Waffen waren so viel nicer. Alle mit Seele gefühlt. Selbst die AK, die irgendwie immer scheiße war. Selbst die war nice. Oh mein Gott, das war, glaube ich, die Akimo-Revolver-Zeit. Den Clip habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Den Clip kenne ich, glaube ich, auch. Da hängt einfach ein C4 an der Wand, auch wild. Oh ja. Das war die Zeit. Alter, ist der Clip laut. Alles war One-Hit damit einfach. One-Hit, One-Hit, One-Hit. One-Hit. One-Hit, One-Hit, One-Hit. Alles One-Hit. Und er hat sogar noch den Win geholt. Alter, was ein Endgame. Schade, dass er die Teammates nicht gehört hat. Die haben, glaube ich, geredet sogar. Das wird ehrenlos wieder. Die Starterpistole damals hatte auch eine echt niedrige Feuerrate, ne? Nein, oh mein Gott. So geknallt! Alter, wie smart! Dass er direkt wieder den Fallschirm gezogen hat. Was passiert hier in der Pre-Game-Lobby einfach? Was
Was ist das für ein Clip? Weil die ganze Zeit ineinander fliegen. Okay, keiner weiß. Das ist eine Sache, die ich übrigens immer noch unfair finde. Mit Maus-Keyboard kannst du deine... Mit Maus-Keyboard kannst du deiner normalen Sense sich bewegen, mit Controller immer nur ganz langsam im Fallschirm. So auch immer. Ein C4 rein, jetzt eigentlich links durchs Fenster. Da bewegt sich aber einfach keiner raus, ne? Junge, was Knossis, ey. Was Knossis. Kontakt. Oh. Drei Knock. Teamwrap. Alter, Mayonnaise forever. Mayonnaise forever mit dem Quad Head Snipe. Hier wird ins Fenster reingeflogen, da wird safe jemand umsitzen. Ja. Oh, wird der exekutiert. Und der Teammate guckt zu und lässt sich auch noch krachen. Alter, der Teammate wurde so angeschrien danach. Klettert der leise hoch. Wow. Aber als ob er das nicht hört. Enemy UAV overhead. Wieso wusste ich, dass genau das passiert? Aber mir ist sowas Ähnliches auch schon mal passiert. Oh, der Chuck wird ihn so... Oh! Wow! Ist das bodenlos. Ist das geisteskrank. Alles gedrückt. Alles gedrückt, aber nicht das, was er hätte drücken sollen. Tür. Tür zu. Tür zu. Wegrennen. Smart. Alter. Oh mein Gott. Alter, die Stopping Power Muni von damals noch. Auch so unfair gewesen. Dieser Zoom. Da werden wieder so Leute vom Dach runter gesniped. Von Egg White. Good old times, wer noch Egg White kennt. Daneben. Colette. Colette? Colette? Ja. Alter, saustark. Saustark. Dos Teams completos. Zwei Fullteams. Dos Team completos. Oh, die Milano vom Boden war so geil. Nächster Teamwipe. Junge, was Lobbys, wie geil! Wie geil! Oh mein Gott. Ist das scheiße? Ist das scheiße? Der letzte! Oh mein Gott! Wird so abgeschlachtet und alle Freunde sind schon gesprungen. So, was passiert hier? Oh, C4 dran. Und jetzt wird er so dem LKW hinterherfahren, weil das Quad natürlich viel schneller ist als der LKW. Das ist sausmart. Das ist sausmart. Ich muss auch sagen, mir gefällt dieses mit Autos moven und rotieren Gameplay auch besser als das mit Zips moven und rotieren. Das war schon irgendwie geiler. Das war schon echt irgendwie geiler. Strong. Sehr stark gespielt. Target spotted. Junge, stimmt, auf dem Turm konnte man auch wirklich alles machen. Aber diesen Turm hat wirklich keine Grafikkarte der Welt gecheckt. Was man hier für Fehler hatte mit der Grafik und alles Mögliche, war wirklich geisteskrank. Das sah immer so kacke aus. Ich hatte da so FPS-Probleme und so auch die ganze Zeit. Und er arbeitet sich jetzt hier
Step by Step eins runter. Junge, so Geheimagent. Alter. Um ihn dann zu exekutieren. Und runter auch noch mit ihm. Und der Loot bleibt oben. Junge, das sind schon, man muss schon sagen, es sind echt geile Clips in dem Video. Ist wirklich ein sehr cooles Video. Und er wird mit dem Stein die Claymore. Ja. Nein, Mist. Hätte auch einfach nichts gebracht, weil es wäre niemand gestorben. Jetzt. Ich glaube, Double Kill sogar, oder? Warte mal, da müssen wir kurz gucken. Ne, ein Kill. Okay, er hat einen Kill damit gemacht. Double Kill wäre natürlich noch krasser gewesen, wenn er beide im Gulag getötet hätte. Einfach. Ah, das war's sogar schon. Alter, das war ein geiles Video. Ich schwör's euch, ich hätte safe das ganze Video, also die ganze Länge an Clips hätte ich mir nochmal geben können jetzt. Das hat sich überhaupt nicht wie 15 Minuten für mich angefühlt, beziehungsweise fast 16 sogar. Geil. Wirklich sehr, sehr nices Video. Lass ich sogar ein Like da. Gut. Und dann würde ich sagen, lasst ihr auch gerne auf dem Video hier ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.